Ja, moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen Ultimate General Civil War, kämpfen an der großen Schlacht Jane's Mill. Und ja, wir müssen bis ans Ende des Tages standhalten. Ich weiß noch nicht wie, weil, auf der Karte kann man es ja kurz erklären, ihre Linie ist gerade länger als meine. Die sind ja eh schon gut zusammengeschossen und haben kaum Munition, also zwei Einheiten, so eine zumindest schreit er schon nach Munition. Ich habe gehofft, dass ich die Leute hier in diese Ecke ziehe, weil wir den Punkt halten müssen, habe ich hier drei Leute oder drei Brigaden in ja, gute Position gebracht, zwischen Bäume und Häuser, aber die greifen nicht an. Wenn diese Linie langgezogen ist, hier angreift, können sie die umschließen und die werden so schnell laufen, das werdet ihr gar nicht sehen. Darum, ich habe jetzt auch keine Idee, wie ich die länger da halten soll. Ich hoffe, es gibt Verstärkung, weil wenn nicht, muss ich die hier abziehen und die werden quasi geradewegs diesen Punkt einnehmen. Also es ist gehüpft wie gesprungen. Ich hoffe mal, es wird nicht so kommen und wir können die Linie halten und die Position halten. Für die Union. Weiter geht's. Nee, die Armee der Konföderierten erhält mehr Verstärkung. Ja, wunderbar. Das freut mich doch. Für die Konföderierten. Das freut mich. Schön. Wir müssen bis an Ende des Tages standhalten. Ja, ja, nö. Nö, sage ich einfach mal. Wir haben hier keine Deckung auf dieser Position. Und die Position muss ich halten. Ist das eine Siegesbedingung? Alle... mindestens eins muss erfüllt sein. Alle müssen erfüllt sein. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Ich könnte ja hier den nehmen. Und wir könnten den nehmen. Der keine Munition hat. Das ist schon mal fantastisch. Mal kurz auf die Leine. So, auf die nächsten Motivierten. Alles, was motiviert ist, muss sterben. So. Da rennt auch der eine von der Mauer weg. Blume hat genug. Arnold muss übernehmen. Hat aber keinen Backup mehr. Die haben das quasi gerochen, die Schweine. So. Und der läuft nicht in meine Falle. Das heißt, ich ziehe eine Einheit schon mal da weg. In diese Richtung. Hätte gerne, dass er hierher gerannt wäre. Aber wenn er nicht will, dann hat er schon. So, Franklin, du machst nichts mehr. Du wirst einfach da diese Position halten. Heinrich hinterher, halt die Blume. Braucht hier Feuerunterstützung. Mann, da brauchen wir Feuerunterstützung. Feuer, Feuer, da. Schäfer rennt in die Mitte gegen Greg, ist nicht mehr da. Ja, wo rennen wir jetzt? Wo löschen wir jetzt zuerst? Auf Panda. Ah, da bewegt sich was, da bewegt sich was. So wie ich es geahnt habe, diese Schweinebande. So wie ich es geahnt habe. Scheißendreck. Blume, zurück. Ah, Arnold rennt auf. Blume, nimm die Position ein. Zurückgeschlagen und halt, Männer. Der nächste. Oh nein, 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 nein. Zurück, 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 zurück. Du sollst doch nicht über den Fluss treten. Alter Schwede.
Zuschauer an. Jetzt kommen sie, oder was? Jetzt kommen sie. Toll, jetzt wo ich die Position da nicht mehr halten kann. Ah. Einfach mal so 5000 Mann. Warte mal, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich alles richtig mache. Wir haben hier noch eine Reserve. Dann Arnold daran. Zieh dich jetzt ab. Muss daran. Habe ich ganz vergessen, dass ich da noch eine Reserve gestellt habe. Passt mir jetzt aber ganz gut. So, hier haben sie erstmal die Nase voll. Problem ist, das hier. Ich möchte die Kanonen ein bisschen weiter wegziehen. Kann man sehen, nach wo die ausgerichtet sind? Schießen und zurück. Schießen und zurück. Ah, das ist eine doofe Idee. Nee, baut euch hinten auf. Zurück, 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 zurück. Oh. Force. Hier, wir brauchen hier Unterstützung. Blume zurück. Wir haben einige zusätzliche Einheiten unserer Armee erhalten, die uns unterstützen werden. Ja, das ist ja super geil. Ach, endlich. Gelobt sei Lincoln, dass er uns Einheiten gibt. Jetzt möchte ich aber erst die loswerden da. Kanonenbatterien, Kanonenbatterien. Juhu. Alter, wenn die hier ankommen, das wäre so geil. Aber bis die da sind, ist Weihnachten. Ihr läuft alle, ne? Laufen, okay. Ich glaube, ich habe euch alle zugeteilt, Smith. So, Kanonen sind verschoben. So, hier ist noch so ein Durcheinander, was mir absolut nicht gefällt. Ah, die mobilisieren. Die mobilisieren hier sowas von. Auf Field. Das Zentrum muss fallen. Hier, ihr beiden, auf ihm. Flankiert von wem? Ah, scheiße. Ich dachte, ich halte euch da. So. Longstreets Division rückt vor, um unser Zentrum anzugreifen. Das passt mir ja noch. Das fehlt mir noch gerade. Das hier nervt mich. Das hier nervt mich. So. Deine Richtung ist erkannt. Sind alle motiviert? Pause. So, ich muss mal einen Schluck. Oh, Krankenwagen fährt vorbei. Erstmal einen Schluck Kaffee. So, er kommt von da. Du kommst von da.
versuche die jetzt da irgendwie wegzuhauen. Und dich hätte ich gerne ins Zentrum. Dich ziehe ich dann nochmal ab. Genau wie du. Oh, du hast die Sache ja auch schon erkannt. Weiter. Und da sehen wir schon mal was, was mir nicht gefällt. Wir müssen die Kanonen erstmal drehen und vielleicht reicht das ja schon. Vielleicht ziehen wir mal ein. So, ich hoffe, dass er rennt. Ich will ihn ja nicht töten oder so. Ich will nur, dass sie... Ja, der läuft, das ist fantastisch. Boss, nimm die Position ein. Schnell. Ich brauche unbedingt Männer hier, verdammte Scheiße. Die Flanke bricht zusammen sonst. So, Force. Wie sieht's hier aus? Haben sich positioniert, das heißt, du komm mal zurück. Die binden einfach meine Einheiten. Das ist genau das, was ich jetzt nicht wollte. Quasi eine Verstärkung. Eieiei, die sind motiviert. Lauf doch mal, verdammte Scheiße, aus diesem verfickten Wald raus. Der muss doch erkannt haben, der Garland, dass es echt doof ist, da zu stehen, wo der steht. Genau. Genau, das wollte ich doch nur. Mehr will ich doch nicht. Garland. Einfach erkennen, dass das doof ist und nach Hause gehen. So, du hast da Wald, ne? Oh, jetzt haben sie die Mitte. Die Mitte fällt flach. Scheiße, ist schon Einheiten da. Sind schon Einheiten da. Alter, unbedingt die Mitte halten. Die Mitte. Oh, das gibt's doch nicht. Männer, was soll das denn da? Schäfer, zurück. So, ab in den Wald. Du kommst näher ran. Wir wollen die ja nur weghaben da. So, die erkennen das natürlich gleich. Nee, das geht nicht. Ja, meine Leute laufen diesmal. Nein, nein, nein. Feuer, Feuer, Feuer. 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 Zurück. Oh, und das war's auch da. So, jetzt müssen wir noch auf Pause machen. Jetzt wird's ja echt kriminell. Die Kanonen sind noch nicht da. Die Kanonen habe ich ja gesagt, hier erstmal hin. So. Mal gucken, du bist in die Seite. Die haben jetzt da so ein bisschen weggeschossen. Ja. Dass die jetzt so viele Einheiten von mir gebunden haben, finde ich echt doof. Ihr habt euch jetzt, lasst euch mal zerstückeln. Schön in die Mitte zerstückeln lassen. Was ist das da hinten? Anderson, der will flankieren, okay. Ja, meine Linien brechen zusammen. Ah, ich brauche mal einen Schluck Kaffee. Weiter geht's.
Heinrich, hol sie zurück, deine Schweine. Der muss weg. Die müssen alle weg hier. Alter, warum läuft der hier vorne? Da im Wasser ist was. Schieß das weg. Nee, dahin, dahin. Da sind sie auch weg. Scheiße. Überall sind sie gerade am Kämpfen. Und meine Verstärkung kommt nicht durch. Weil sie hier gebunden sind. Ich da nochmal einen wegzukriegen. Ein bisschen weiter weg. Oh, Kanon, da ist nichts mehr. Los, nimm die Mauer an. Peabody, du Pfeife. Oh, jetzt haut der ab da. Das gibt's doch nicht. Hier, Kanonen. Aufstellen. So, die Linke braucht Leute. Unbedingt. Ja. So. Diese Archer geht mir gerade tierisch auf die Nerven. Auf Archer. So. Der läuft. Kanonen weiter ran. Boah, es kommen ja immer noch mehr. Wo kommt die denn alle her? Die alle ganz zu Hause. Könnt nach Hause. Feierabend, Mensch. Boah, das gibt's nicht. Worauf soll man als erstes schießen? Meine Munition ist alle. Wo bleibt meine Munition? Sherman, was machst du da, du Fotze? Idiot! Idiot! Warte mal, wo ist meine Munition? Ich hab doch einen zweiten Munitionswagen gehabt. Kommst du immer an, Polk? Es ist Krieg, hallo? Sind wir auch mal da? Mann! So, jetzt muss ich ins Zentrum schicken. Na los, lauf, Junge, lauf! Wallace, lauf! Die müssen sterben! Alle müssen sterben! Nimm die Mauer ein da. Bemannt die Mauern. So. Der ist ja weggelaufen. Hat er ja gut gemacht. Ohne dass ich gucken musste, Mensch. Fantastisch. So, dann gehen wir ein bisschen weiter. Damit er hier nicht gleich wieder fällt. Und da läuft schon wieder einer. Fantastisch. Ist ja mein eigener. Super. Und ich freue mich noch. Hab ich gerade verguckt. Los, auf Hut. Ich brauche was mit dem Tausender-Bereich hier, verdammt. Wallace, hast du schon mal dir eine Mauer angeguckt? Mauern sind schön, Wallace. Hast du schon mal welche kennengelernt? Ja? So, hier hinten. Schäfer, du holst dir die Mauer, aber zackig. Ich weiß, es ist sein Tod, ist mir aber jetzt scheißegal. So. Genau, der ist motiviert, töten. Der kommt schon gar nicht an die Mauer ran. Jetzt zieh ich mal den da hin, jetzt zieh ich mal den da hin.
War das alles? Wolle ist Mauer, du Idiot. Haben sie dir ins Gehirn geschissen oder was? Oh, steht er da im Fluss? Du Kugeln fangt nicht. Ich brauche keine Deckung. Deckung wird überbewertet. Los, auf Futz. Ja, Schäfer läuft gleich. Schäfer läuft, Schäfer läuft, Schäfer läuft gleich. Braun Kanonen, Feuer auf Futz, Feuer auf Futz. Alles auf Futz. Alles auf Futz. Futz läuft. Los, an die Mauer, an die Mauer. Kanonen, weiter vor, weiter vor. Noch ein bisschen nach da links, weil die linken Kanonen brauchen auch Munition. Ah. Oh. Auf Greg. Jetzt auf den anderen da. Da sind motivierte Leute wieder. Ich hasse motivierte Leute, habe ich das schon mal gesagt? Ich hasse motivierte Leute. Feuer, 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 Feuer. Ah. Der Munitionswagen. Irgendwer hat auf den Munitionswagen geschossen. Er zieht sich zurück. Hm. Der Vorgesetzte von Stone ist verwundet. Scheiße. Das ist doof. Genau. Ja, zieht sich zurück. Jetzt mal alle Mann auf Greg. So, die Zeit nutzen, noch ein Stück näher ranzukommen, Kanonen. Los, 1-0, beenden, 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 beenden. Das war's mit der Schlacht, James May. Bitte, 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 bitte. Yes, fuck you. Haha, Doppelmittelfinger an euch, Feinde. Mann, Longstreet. Ah, der war auch im Film mit dabei. Ich glaube sogar in beiden. Daniel Hill, Ambrose Hill, sind bestimmt Brüder gewesen, aber sehen von der Fresse unterschiedlich aus. Das macht wahrscheinlich der Bart. So, 40 Mann Stärke. Und da sehen wir es. Also die Verluste waren natürlich sehr groß bei denen. 8000 bei uns. Gefühlt waren es mehr. Gefühlt war es, dachte ich, hätte ich jetzt gesagt, bei der Hälfte. Sieht auch echt hart aus da. Ja, 6 Kanonen haben wir verloren. Kavallerie hat aber gut gekillt am Anfang. Aber es hat die eine Falle hat nicht funktioniert, ne? Die wollten einfach nicht in die Falle laufen. Ich hatte 3 Einheiten mit insgesamt 3000 Mann in Deckung gehabt und der eine mit seinen 2500 Mann wollte einfach nicht in die Falle laufen, ne? Da habe ich bestimmt 50 Mann Kavallerie geopfert, nur um ihn da in die Falle zu locken, aber es hat ihn nicht interessiert, obwohl er die Falle nicht gesehen hat. Scheiße. Oh, oh. Ach, fuck, jetzt habe ich mit meinem Kaffee gekleckert. Naja. Gott sei Dank ist die Schlacht zu Ende. Gut, dann wird das Video, ist das ein bisschen kürzer geworden, aber naja. Was gab's denn, was gibt's denn, wie viele Leute gibt's denn überhaupt? 15.000. Mensch, da haben wir dicke Plus gemacht. Haben wir 18.000 Mann wieder zum Sterben freigegeben. Ja, die Stone, aus denen hätte ich jetzt mal eine Stone-Roll gemacht, aber jetzt ist er tot oder verwundet. Ja, die Vorgesetzten. Aber es hat nur 3 erwischt. Also dafür ging es eigentlich, dass es nur 3 erwischt hat. Ich hatte ja die ersten Schlachten, hatte ich auf jeden Fall mehr Offiziere verloren. Hm. Blume darf auch nicht sterben, hat einen coolen Namen. Und wo geht's die nächsten Male hin? Ach, gleich die nächste große Schlacht. Ach du Jemine. Malvern Hill.
Scheißen Dreck. Das heißt, wir können gar nicht die Verstärkung oder so. Sie haben den Feind in der Schlacht von Shiloh besiegt. Minus 5% der feindlichen Armee. Und Jane's Mill auch nochmal minus 5. Also minus 10%. Schade, aber hier haben wir jetzt keine Schlacht, wo wir kurz aufatmen können. Das ist ein bisschen doof. Weil jetzt habe ich langsam das Problem, dass ich zu wenig Gewehre habe. Weil die Gewehre, die ich quasi schon in meinen Armeen habe, sind quasi nicht da. Ermäßigung. Ermäßigung hilft mir nicht. Ich brauche einfach mehr Gewehre. Pack ich noch was in Politik rein? Okay, jetzt dürfen wir eine vierte Division gründen. Ich guck ganz kurz nochmal, wie viele Truppen wir bei der nächsten Schlacht brauchen. Also wie viel, genau, Korps, nämlich nur 2 Stück. Und es ist auch wieder eine Verteidigungsschlacht. Okay, das heißt wieder viel Manpower und... ja. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Jane's Mill haben wir geschafft. 3 Offiziere sind verwundet hoffentlich nur, weil Force ist irgendwie ein cooler Name und Drayton kann sterben. Aber Stone muss halten. Und wir haben immer Wallace auf unserer Seite. Für Freiheit. Das ist gut. Gut, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ich würde mich sehr freuen. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.